Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde, zu Kalchos, der Entdeckung Vinlands. Wir sind immer noch in der Mission Texas, sind dabei, eine hübsche Armee aufzubauen. Gerade mit dem letzten Schwertkämpfer. Dann kommen die Bogenschützen. Und dann sollten wir eine einigermaßen ordentliche Armee haben. Ja, ich war immer noch am Überlegen, ob ich dem Goldschmied ein eigenes Lager spendiere. Und ja, damit wir die Mission schneller hinter uns bringen. Lagerhaus? Nee. Nicht Lagerhaus, Lagerzelt. Vorratszelt. So. Weil ich denke mal, Bier und Nahrung haben wir langsam genug hier eingelagert. Es kommen ab und zu noch Goldbarren rein. Aber nur nicht so viel Gold, wie wir wirklich benötigen. Ja, und ich habe ja einen meiner Bauarbeiter zu dem Träger gemacht. Das heißt, der andere muss da oben alleine bauen, was er aber eigentlich hinkriegen sollte. So. Einen Schwertkämpfer brauchen wir noch, fällt mir gerade so auf. Ja, will. Also müssen wir jetzt wieder warten, bis die Zivilisten erwachsen werden. Dann nochmal einen Schub, Kinder. Ja, man merkt, wir produzieren. Ja. Es klingt immer so komisch, wenn ich sage, wir produzieren Kinder. Aber man sieht, die Nahrung geht doch ein bisschen runter. Dadurch, dass wir halt mehr Nahrung verbrauchen durch die Kinderproduktion und dadurch, dass wir Nahrung nach hier befördern. So, du bist erwachsen, also ab in die Kaserne. Du bist erwachsen, also ab in die Kaserne. Du bist erwachsen. So, alle in die Kaserne schicken. Ja. 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 Ja, so. Lehmarbeiterzelt steht schon eine Weile leer. Geschirr sieht okay aus. Möbel auch. Vorratszelt ist fast gebaut. So. Schwertkämpfer. Verbessern. Und ja, wir können echt froh sein, dass in der Mission die Indianer noch nicht so aggressiv sind. Friedlich möchte ich nicht sagen, weil friedlich sind sie nicht. Kann ich dich gleich mal mit Bier ausrüsten?
Und du baust mir jetzt das Lagerzelt fertig, oder? Gut. Das heißt, jetzt kann er das Gold hier einlagern. Ach, er ist der Träger für hier. Er ist der Träger für die Kaserne, ja. Schon gut. So, ich habe jetzt alle Schwertkämpfer. Ich habe, wenn ich mich nicht verzählt habe, noch 9 Zivilisten. Also brauche ich noch 7 Kinder. Okay. Das heißt, du kriegst ein Kind. Du kriegst ein Kind. Du kriegst ein Kind. Du kriegst eins. Du kriegst eins. Du kriegst eins. Und sagen wir, sie kriegt noch eins. Dann sind das 6 plus 1 sind 7. So. Bogenschütze. Bier ausrüsten. Bogenschütze. Ja, er ist gerade mit Reden beschäftigt. Oh, Öl ist Mangelware gerade. Dann mach du bitte Öl. Und du mach bitte Geschirr mal wieder. Wäre schön, wenn du mal langsam wieder arbeiten gehst, wo auch immer du gerade bist. Ach, da unten immer noch. Gut, wie viel Gold? 2. Also wirst du Bogenschütze und Kaserne verlassen. So, haben wir schon mal einen Stufe 3 Bogenschützen. 15 fehlen noch. Ja, unser Holzfäller hier. So. Hier nehmen wir mal das erste weg. Setzen hier die 2 hin. Da wir zurzeit keinen Bauarbeiter brauchen, ich wäre echt froh, wenn er mal jetzt anfangen würde, wieder die Dings zu beliefern, die Goldschmiede.
Der holt sich hier Holz. Auch gut. Träger. Du kannst trainiert werden. Gut. So, du arbeitest hier und hast als Arbeitsbereich die Goldschmiede. Gut. Das heißt, eigentlich müsstest du nur noch damit beschäftigt sein, Holz zu holen und zu schmieden. Weil die Goldnuggets, damit versorgt dich ja dein anderer. Der Goldschmeiner. Oh, der hat schon ganz schöne Arbeit hier geleistet. So wie auch die beiden hier immer mehr Eisen produzieren. Jedenfalls einer von ihnen. Ja. Gold wird eingelagert. Dann hoffe ich auch mal, dass bald Gold abgeholt wird. Mehr als nur ein Barren. So, wieder einer, der die Kaserne verlassen kann. Ups, da habe ich einen einfach rausgeschmissen. Das wollte ich nicht. Du hast die gewünschte Warnmenge hergestellt. Gut, dann bist du wieder Steinmetz. Du kannst ruhig auch noch Öl herstellen. Ja, weil jetzt kommt Gold rein. Okay, die nächste Erwachsene kommen langsam. Jo. Ja. Das heißt noch mehr Leute für die Kaserne. So, noch mehr Erwachsene, die Kaserne. Ja. Die beiden schleppen fleißig ihre Goldbarren. Gold wird hier gelagert, sehr gut. Gold wird auch mal langsam hier gelagert. Du kannst trainiert werden. Ja, der Bierbrauer, der macht sich auf den Weg nach da oben, um das Lager jetzt voll zu stopfen. Druide hat Warenmenge hergestellt, gut. Dann sammel wieder Pilze. Und wir können unseren Bogenschützen langsam wieder verbessern. Und aus der Kaserne schmeißen. Gucken wir mal kurz, haben wir alle Zivilisten, die wir haben, einquartiert? Nein, ihn nicht. Bogenschütze, Bier, bringt Gold. Ja, jetzt haben sie definitiv einen sehr viel kürzeren Laufweg. Oder unsere Goldproduktion dürfte etwas schneller laufen. Dadurch, dass er eigentlich fast nur noch schmelzen muss.
Oh, ja.